Also, was wollt ihr von uns? Ich weiß es doch selber nicht. Euer Vater hat das inszeniert. Liebe Familie. Liebe, als ob. Danke, dass ihr kurz Zeit gefunden habt. Ja. Eigentlich habe ich keine Zeit. Ich arbeite gerade an meinem ersten eigenen Hardstyle-Song. Ich bin die Leadsängerin. Wollt ihr mal hören? Nein. Doch, Britta, also... Mir ist eh schon schlecht, Norbert. Lasst doch mal hören, Kinder, ja. Wir haben noch keinen Text, aber Beat und Melodie stehen soweit. Achtung! Oh Gott. Toll, Henning und Clarissa oder Britta, klasse, ne? Ach, was wollt ihr denn jetzt von uns? Ich habe eine kleine Überraschung für euch. Ihr fahrt eine Woche in Urlaub und wir dürfen hier alleine bleiben? Nein. Du hast eine andere kennengelernt. Nein. Ach, ihr wisst ja, es ist nicht immer einfach zwischen uns. Weil Clarissa eine Zicke ist. Gar nicht. Wir alle tragen unseren Teil dazu bei, nicht wahr, Britta? Vor allem aber Clarissa. Auf jeden Fall habe ich euch sehr, sehr lieb und deswegen eine Kleinigkeit für euch mitgebracht. Die Scheidungspapiere, ja Gott sei Dank. Ich bin gleich wieder da. Lass dir Zeit so. 20, 30 Jahre. Was will der Mama? Ich habe keine Ahnung. Egal, was es ist, ich find's jetzt schon scheiße. Guckt mal, wen ich hier habe. Oh mein Gott, ich liebe es. Das ist Paula. Hallo, Paula. Britta, guck doch mal. Ja, schade, ein Schwein hätten wir abends wenigstens noch essen können. Ist das jetzt unser Hund? Ja, das ist unser neues Familienmitglied. Danke, Papa, du bist der Beste. Ach, ja. Wieso schenkst du uns den? Weil ich euch lieb habe. Du schenkst uns den einfach so ohne Hintergedanken? Absolut ohne Hintergedanken, Clarissa. Paula ist ein Therapiehund. Sie hilft gestörten Kindern. Die Krankenkasse hat das alles bezahlt. Der Hund merkt auch, welches Kind die größte Störung hat. Paula stürzt sich dann regelrecht auf die Kinder. Paula liebt mich. Paula liebt mich. Norbert, hast du einen Arsch auf? Was soll das? Freust du dich nicht, Britta? Ich hätte mich mehr gefreut, wenn du mir eine geile 20-Jährige als deine neue Freundin vorgestellt hättest. Das ist so. Ich wollte mal was fragen und, cool, ein Hund. Das ist Paula. Sie gehört jetzt genau wie du, Hanna, zur Familie Pfützenreiter. Ich hatte auch mal einen Hund. Toll. Wie hieß der? Hund. Wir hatten voll die enge Connection. Hab sogar ein Tattoo von ihm. Deswegen liebe ich Hanna so. Sie ist so ein emotionaler Mensch. Voll emotional. Boah, scheiße, ich muss wieder heulen. Oh Gott, bitte nicht. Was hat sie? Sie weint! Siehst du das denn nicht? Gut, so ein Hund bringt ja auch einiges an Verantwortung mit sich, nicht wahr, Kinder? Der Köter wird hier nicht bleiben, Norbert. Britta, ich... Auf keinen Fall. Britta, das ist ein Therapiehund. Er wird dafür sorgen, dass die Kinder... Nicht mehr so dumm wie Scheiße sind, meinst du? Genau, genau. Na gut. Aber sag es ihnen bitte nicht. Paula ist ja ein Therapiehund, ne? Manchmal ist meine Frau wirklich eine blöde F***. Ich mag sie, aber manchmal ist sie eine F***. Wie Therapiehund? Ihr zwei seid ja gestört, ne? Und deswegen der Therapiehund, damit ihr zwei ein bisschen mehr auf euer Leben klarkommt. Ist mir egal, Paula liebt mich. Mhm. Therapiehunde stürzen sich auch immer auf die Gestörtesten, ne? Britta! Ist doch so, Norbert. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass dieser Hund mehr Harmonie in unsere Familie bringen wird. Und Hamburg steigt in die erste Liga auf, Norbert. Ich bin auch schon viel entspannter. Ich merke das schon. Ich auch. Paula hat eine richtig tolle Aura. Ich gehe mal mit ihr spazieren. Nee, ich will erst. Ich bin gestörter. Ich brauch das mehr. Ich bin auch gestört. Nicht so wie ich. Kinder, bitte. Also, ihr seid beide gestört. Aber Paula spürt das. Ich habe einen Vollschaden. Ich aber auch.
Zimmer! Nee, ich bin dümmer! Kinder! Ich bin Hardstyle, ich habe keine Gehirnzellen! Ich kann noch nicht bis 18! Es reicht! Okay, du brauchst den Hund mehr als ich. Danke.